Den Gleitschirm kannst du auf viele verschiedene Arten steuern. Mit den Steuerleinen, mit der Gurtzeugsteuerung über Gewichtsverlagern, sowie durch eine Kombination aus beiden. Gurtzeugsteuerung und Steuerleinen, Innen- und Außensteuerleine. Abhängig von deiner Fluggeschwindigkeit wählst du die geeignetste Technik zum Einleiten der Kurve. Grundsätzlich solltest du den Gleitschirm so steuern, dass wenig Widerstand entsteht und ein Strömungsabriss vermieden wird. Fliege deine ersten Kurven wie mit einem Lenkrad. So lässt sich der Gleitschirm einfach und mit geringem Stallrisiko steuern. Du beginnst dazu aus der Grundstellung mit den Steuergriffen zwischen Leinenschloss und geringstem Sinken. Zur Kurveneinleitung geht dein Blick in die neue Flugrichtung. Steuerleinen und Körpergewicht setzt du gleichzeitig ein. Die Steuerleinen bewegst du dabei wie ein Autolenkrad. Außenbremse nach oben, Innenbremse leicht ziehen. Zur Kurvenausleitung drehst du das Lenkrad wieder neutral. Ist die Schräglage beendet, nimmst du das Gewicht wieder in die Mitte. Das Hochführen beider Steuerleinen verhindert einen anschließenden Steigflug. Diesmal beginnst du deine Kurve aus der Trimgeschwindigkeit. Deine Steuergriffe sind jetzt ganz oben am Leinenschloss. Wieder beginnst du mit Blick und Körpergewicht. Zum Vergrößern der Schräglage ziehst du die innere Steuerleine. Die Außenhand bleibt ganz oben. Damit kannst du die Schräglage immer weiter erhöhen, sogar bis zur Steilspirale. Soll die Schräglage konstant bleiben, ziehe nach der Einleitung leicht an der Außenbremse. Zum Ausleiten ziehe stärker an der Außenbremse und verringere so die Querneigung. Ist die Schräglage beendet, nimmst du das Gewicht wieder in die Mitte. Das Hochführen beider Steuerleinen verhindert einen anschließenden Steigflug. Diesmal beginnst du deine Kurve aus einer langsameren Geschwindigkeit. Deine Steuerleinen sind jetzt beidseitig gezogen. Wieder beginnst du mit Blick und Körpergewicht. Zum Vergrößern der Schräglage löst du die äußere Steuerleine. Die innere Steuerleine bleibt an derselben Stelle. Willst du die Schräglage noch weiter erhöhen, ziehe sie etwas nach. Soll die Schräglage konstant bleiben, ziehe nach der Einleitung leicht an der Außenbremse. Zusätzliches Lösen und Nachziehen der Innensteuerleine ist wie ein Kurventurbo. Ist dein Fluggerät gerade nicht drehwillig, kannst du durch diese Anstellwinkelverringerung mehr Wendigkeit erzeugen. Zum Ausleiten ziehe stärker an der Außenbremse und verringere so die Querneigung. Ist die Schräglage beendet, nimmst du das Gewicht wieder in die Mitte. Das Hochführen beider Steuerleinen verhindert einen anschließenden Steigflug. Je zügiger du eine Steuerleine löst oder ziehst, desto weniger Steuerweg benötigst du, um eine Kurve ein- oder auszuleiten. Anders gesagt, ziehst du schneller, reagiert dein Gleitschirm schneller und dynamischer. Ziehst du langsamer, wird alles gedämpfter. In der Kurve kannst du deine Querlage unter anderem mit der Außenbremse anpassen. Durch Lösen verstärkst du sie, durch Nachziehen wird sie verringert. Stütze dich bei Turbulenzen nicht an den Steuerleinen ab, um deinen Körper zu stabilisieren. Vermeide auch eine Druckhaltung der Steuerleinen sowie ein Führen der Hände weit weg von den Tragegurten. Zum Stabilisieren darfst du dich ruhig immer wieder an den Tragegurten anlehnen. Greifen solltest du diese aber nicht. Zieh die Bremsleine nicht nach außen. Steuerwege können so besser eingeschätzt werden und bei plötzlichen Kippbewegungen kommt es nicht zum Abstützreflex. Dieser ist nämlich richtig gefährlich und kann zu ungewollten Strömungsabrissen führen. Achte auch auf eine korrekte Gewichtsverlagerung. Verlagerst du deinen Oberkörper zu weit, musst du zum Steuern deinen Außenarm komplett strecken. Verlagere dein Gewicht besser über Rollen des gesamten Körpers oder der Hüfte. Greife die Steuerleine mit Daumen und Zeigefinger in der Zughaltung und führe sie entlang der Tragegurte. Idealerweise nutzt du die aufgezeigten Steuertechniken angepasst an die jeweilige Situation. Auch Kombinationen sind möglich.
So findest du deinen eigenen Kurvenstil, der zu dir, deinem Material und den Flugbedingungen passt.